Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Kiez Konkret. Wir melden uns heute aus der City West. Nach dem fulminanten Auftakt des Zoopalastes hier neben mir soll jetzt der Rest des Berlin-Bikini-Projektes folgen. Hinter mir entstehen momentan Geschäfte, ein 25-Hours-Hotel, ein Parkhaus und eine riesige Terrassenfläche. Der Bau wurde bereits seit Monaten von der Politik mit viel Lob verfolgt. Bereits 2002 kaufte die Bayerische Hausbau dieses Projekt hier hinter uns, das Bikinihaus, und jetzt wird es entwickelt. Im Frühjahr soll eröffnet werden. Heute baten die Bauherren zu einer Pressekonferenz und zu einer Baustellenbesichtigung. Wir sind dabei und wir nehmen Sie mit. Das Jahr 2013 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Bikini Berlin. Die meisten Flächen sind erfolgreich vermarktet und das an eine sehr designaffine Mieterschaft. Herr Dr. Bündesbach, erzählen Sie doch mal ein bisschen was zum Stand der Dinge. Wie sieht's aus hier noch, bei Bikini? Nochmal zurück aufs Jahr 2013. Ja, ja, also ich glaube, zum Stand der Dinge, diejenigen von Ihnen, die sich mit Bikini Berlin auch im letzten Jahr schon befasst haben, wissen, dass wir gerade im Herbst einige tolle Dinge noch vermelden konnten. Wir haben mit Herrn Flebbe gemeinsam den Zoopalast eröffnen können im November. So wie wir das vorgesehen hatten, und was wir nicht vorgesehen hatten, war, dass dieser Zoopalast so einschlägt, wie er jetzt eingeschlagen hat. Ich hatte gestern noch mit Herrn Flebbe telefoniert, also die Besucherzahlen sind phänomenal, richtig toll. Und ich glaube, dass beides zusammengehört, also dass wir dort ein tolles, ich sage immer, das schönste Kino Deutschlands gebaut haben. Das war uns auch klar, als wir zum ersten Mal drin waren, als es fertig war. Also das, wenn man reingeht, spürt man das, das ist richtig gut. Das hat Aufenthaltsqualität, das hat diesen architektonischen Anspruch, den wir immer gestellt haben, erfüllt das zu 100%. Aber dass es auch beim Publikum so gut ankommt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, auch für uns ein wichtiger Spiegel. Ja, so diese Qualität wird auch akzeptiert an diesem Standort. Ja, wir haben, inzwischen ist ja auch unser Parkhaus eröffnet, so wie wir es vorgesehen hatten. Wir haben noch im letzten Jahr die Räumlichkeiten im kleinen Hochhaus an die 25-Hours-Kollegen übergeben. Das heißt, die werden jetzt Ende Januar ihr Hotel eröffnen. Und ja, dann geht alles im Einzelhandel und im Bürobereich darauf hin, dass wir dort im Frühjahr fertig werden. So, wie wir es auch immer kommuniziert hatten. Ich glaube, dass das ein enormer Kraftakt war, in 2013 dieses Projekt so nach vorne zu treiben. Und ich kann mich auch an der Stelle nochmal bei allen, die daran mitgewirkt haben, nur bedanken. Da haben sehr viele an einem Strang und zwar in der gleichen Richtung gezogen. Was sind denn Ihre persönlichen architektonischen Highlights hier auf dem Gelände? Sie wissen, dass ich relativ viel hier bin. Mhm. Und von daher findet man natürlich sehr viele Stellen, die einem dann irgendwann mit der Zeit ans Herz wachsen. Und ich will da jetzt nicht irgendwas besonders vorne anstellen, aber es gibt einige Dinge, die für mich persönlich extrem gut geworden sind. Und ein Gebäude, wenn man auf ein Gebäude zugeht, fängt immer mit der Fassade an. Und da möchte ich mal zwei Teile rausgreifen. Das ist einmal die Bikini-Hausfassade rüber zum Breitscheidplatz, die einfach dieses Denkmalthema so darstellt, wie ich mir Denkmalschutz vorstelle. Das heißt, dort hat man es geschafft, ein Gebäude wieder so herzustellen, wie es vom Look and Feel früher mal war. Aber man macht es mit modernen Mitteln. Das heißt, wir haben ein Gebäude, das ist LEED-zertifiziert. Wir haben höchste energetische Standards, die wir einhalten. Und trotzdem schaffen wir das mit einer Fassade aus den 60er Jahren. Fassade Thema 2 ist für mich die ergänzende, opake, also nicht verglaste Fassade. Das sind diese Wellen, die Sie sehen, insbesondere vor dem Kino oder auch hinten am Parkhaus, wo das Büro Hild & K. einfach mit einem klassischen Wärmedämmverbundsystem, einem relativ einfachen Fassadenmaterial, eine tolle Idee hatte. Alte Glasscheiben wiederverwertet hat, die hat man geschreddert und man hat diese Glassplitter in den Putz mit eingearbeitet und dann leider heute an Sonnentagen, heute sieht man es wahrscheinlich nicht ganz so, aber an Sonnentagen, wenn da das Licht drauf fällt, ist es ein phänomenaler Effekt. Eine tolle Idee, eine relativ einfache Idee, man muss draufkommen und man muss sich trauen, sowas zu machen. Auch das finde ich sehr, sehr schön. Wenn Sie jetzt ins Gebäude reingehen oder aufs Gebäude draufgehen, dann kommen Sie in die Terrassenflächen, dass unsere große Terrassenfläche der Bikini Garden, dass das mal ein sensationelles Highlight wird. Das wussten wir schon in der Planung, wenn man heute rausgeht und rüberschaut
zum Zoo, dann weiß man auch, dass es tatsächlich so ist. Und wenn das erstmal mit Leben befüllt ist, wenn dort erstmal bespielt wird, ist es nochmal verstärkt. Aber auch die Terrasse oben im kleinen Hochhaus beim Restaurant von 25 Hours wird sicher sensationell, wenn Sie dort im Sommer abends noch ein Glas Wein nehmen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sich dort absolut wohlfühlt. Ja, und im Inneren, ob Sie jetzt die Räumlichkeiten vom Zoopalast nehmen, den ich schon angesprochen habe, oder ob Sie einfach vor das Zoofenster treten, bei uns in der Bikini Mall, auch dort werden Sie, denke ich, ein Raumgefühl erleben, wo Sie sagen, sowas gibt es in Deutschland kein zweites Mal. Herr Ludwig, Sie sind zuständig für die Vermarktung bei der Bayerischen Hausbau. Welche Marktlücke haben Sie hier mit Bikini Berlin erkannt? Marktlücke, da müsste man eigentlich in das Jahr 2006, 2009, nämlich in die Anfangsgründe unserer Projektentwicklung zurückgehen. Und da war uns schon klar, in Berlin waren zum damaligen Zeit gab es über 50 Malls. Und eins war uns klar, wir wollten nicht Mall Nummer 51 oder 52 sein. Und wenn man sich den Standort anschaut, der Standort, historischer Standort, und da hat man, denke ich, eine Verantwortung. Und dieser Verantwortung waren wir uns relativ früh bewusst. Eben historisch das Kino, damals der alte Uferpalast, dann der Zoopalast. Auf der anderen Seite die Gedächtniskirche, auf der anderen Seite der Zoo, vis-à-vis zum Zaun ziehen. Also da waren auch einige Chancen. Und wir haben uns überlegt, es muss ein ganzheitliches Konzept werden. Es muss ein Konzept, und denke ich, da waren Ideen, da sind wir in der Welt unterwegs gewesen und sind inspiriert worden, eben unter anderem vom Highline Park in New York. Und haben uns überlegt, das Gebäude braucht eine hohe Aufenthaltsqualität auf der einen Seite und das Einzelhandelskonzept muss was Besonderes sein. Und das Zusammenspiel natürlich und die Chance, dass wir auf der einen Seite ein Hotel noch entwickeln, auf der anderen Seite der alte Zoopalast revitalisiert worden ist und die Gastronomie, sprich Entertainment, Gastronomie, diese ganzen Komponenten in einem, das war für uns das, was wir kreieren wollten und damit auch unseren zukünftigen Kunden einen gewissen Anspruch gerechtfertigt werden wollten. Und der sollte eben eine hohe Qualität darstellen und deswegen auch das Einzelhandelskonzept mit den Mietern, die wir heute haben, die repräsentieren quasi auch diese Qualität und die Nachfrage unserer zukünftigen Käufer. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Nachfrage bisher, was die Vermarktung angeht? Auch hier war 2013 für uns das entscheidende Jahr und ich kann nur sagen, jetzt mit Abschluss 2013, wir sind sehr zufrieden. Wir sind insbesondere die Terrassenflächen und auch die Erdgeschossflächen sind nahezu voll vermietet. Und ich denke, die Herren, die hier sitzen mit Andreas Mukudis, sie hatten es gesagt, einer oder der erste Mieter bei uns mit seinem Concept Store. Auf der anderen Seite Robert Klanten mit Gestalten, auch ein Konzept und dann auch internationale Konzepte wie zum Beispiel Supermarket aus Belgrad. Das sind für uns einfach Highlights, die wir da setzen konnten. Aber es geht eben noch weiter in dem Designerbereich, aber eben auch bei namhaften Brands. Können Sie mir das Konzept noch mal etwas genauer erklären, auch bezogen auf die Boxes, die Sie unten haben? Also das wir sprechen ja über das Einzelhandelskonzept und da ist sicherlich das Erdgeschoss ist für uns die Fläche, in der wir eigentlich nicht typische Mallkunden wiederfinden, wie zum Beispiel Carhartt, wie zum Beispiel Closed, die wir dort binden konnten. Und auf der anderen Seite wird in dem Erdgeschossbereich wird es auch unser Pop-Up-Konzept, nämlich die Bikini-Boxen, wird man wiederfinden, die man unterschiedlich lange anmieten kann, zwischen 3 und 12 Monaten. Das sind die Boxes, die auch hier draußen zu sehen sind. Das ist ein angedachter Prototyp, den man vorne sieht. Ein Ausschnitt, genau. Und ab Januar wird der dann auch hier vor Ort zu sehen sein. Und da wird eine Variierung oder eine Abwechslung im Einzelhandel im Erdgeschoss stattfinden. Die zweite Etage für uns, das Bikini oder die Bikini-Etage, in der wir Robert Klanten als auch Andreas Mukudis dann wiederfinden werden, ist für uns eine hochwertige, avantgardistische Bereich mit eben den bereits genannten Konzepten, aber zusätzlich auch Designer wie Uma Zahn oder Ode werden wir dort wiederfinden. Zusätzlich auch internationale Labels wie Aspesi, Premiata und Grifoni, wo wir ganz stolz darauf sind, dass die ihren ersten Mono-Brand-Laden in Deutschland bei uns eröffnen.
Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, dass das hier kein Monolith ist, der sich abkapselt von der Umgebung, sondern ein ganz integraler Bestandteil der Umgebung ist. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Gesamtentwicklung hier des Stadtteils? Ich glaube, den ersten Schritt hat das Waldorf Astoria gesetzt. Der zweite Schritt, den sind wir, dann geht das mit dem Upper West weiter. Und ich denke, man sieht es, die Senatsverwaltung und auch der Bezirk, die arbeiten an den Themen Hardenbergplatz und Breitscheidplatz, wo wir uns auch einbringen können und werden. Ich denke, wir kommen aus der Immobilienbranche, dass da von heute auf morgen sich nicht was fundamental verändert, aber ich denke, die Richtung ist gesetzt und ich denke, Bikini Berlin unterstützt auch diese Richtung weiterhin. Inwiefern haben Sie das, auch, dass Sie so ein integraler Bestandteil der Stadt sind, auch architektonisch aufgegriffen? Wir sind geöffnet nach vorne zur Budapester Straße, das heißt, die Geschäfte können auch von dort in die Läden, die Passanten und Kunden können auch von dort in die Geschäfte reingehen. Zum anderen haben wir drei zentrale Haupteingänge am Bikinihaus, wo die Leute reingehen können. Und natürlich die Fassade, die Dr. Büllesbach schon angesprochen hat. Man kann durchschauen durch die Läden von außen eben durch die Halle nach innen. Auf der anderen Seite natürlich haben wir uns auch bei so Kleinigkeiten wie zum Beispiel den Bodenbelag. Dort haben wir uns entschieden, dass wir nicht einen Hochglanz-Naturstein dort reinlegen, wie in vielen Malls, sondern wir haben einfach die Berliner Gehwegplatte genommen und haben sie einfach weiter bei uns in der Halle verlegt. Das sind so Kleinigkeiten.